Angefangen hat alles beim VfL Brackenheim. Dort verbrachte Mittelfeldspieler Nico Klotz seine Jugend. Danach wechselte er zum VfB Stuttgart. Von Stuttgart nach Aue, von Aue nach Paderborn und von dort aus nach Sandhausen. Seit 2014 steht er in Duisburg auf dem Platz. 2015 konnte er dann seinen bis dahin bereits dritten Aufstieg in die zweite Liga feiern. Der hat gerade den Aufstieg klar gemacht, okay? Ey, Nico, ich will Meister werden. Aufstieg interessiert mich nicht, ich will Meister werden. Ich will diese Schale in der Hand haben. Meine Fresse. Gemeinsam mit Freund und Kollegen Kevin Wolze absolviert der gebürtige Heilbronner heute mal ein Tagespraktikum beim Fernsehen. Redaktion, Tonkabine, Produktion und Regie. Zu sehen gibt es bei uns einiges für die beiden Fußballer. Die wollen wir dann auch gleich mal auf die Probe stellen. Wie viele Fußballfloskeln können sie wohl hintereinander raushauen? Also der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Das ist Quatsch, dass du damit anfängst, ey. Sollen wir? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Spiel dauert 90 Minuten. Wir konzentrieren uns auf den nächsten Gegner. Abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Das Spiel dauert, bis der Schiri abgepfiffen hat. Tor ist Tor. Faul ist, wenn der Schiri pfeift. Ja, alles der Schiri oder was? Schiri ist dein Lieblingsmann auf dem Feld, oder? Ja, klar. Die Mannschaft hat 11 Spieler. Wenn man die Dinger vorne nicht macht, wird man am Ende hinten bestraft. Satz mit X? Nix. Ist jetzt eh vorbei. Bravo. Das lief gut, Brutal. Phrasendrescher sind die beiden wohl keine. Vielleicht klappt es ja hinter bzw. vor der Kamera besser. Sag dir mal wenigstens mal, was ich machen muss. Ich werde da raus wie ein Clown. Nico ist frisch abgepudert, Kevin auf Position. Da kann ja die richtige Arbeit endlich mal losgehen. Ja, ihr seid hier beide die ganze Zeit so am Rumblödeln, seid voll die Kumpels. Wie schmal ist denn bei euch oder generell in der Mannschaft so der Grad zwischen Freundschaft und Konkurrenz? Weil letztlich seid ihr ja auch Arbeitskollegen. Also, ich glaube, ist mehr Freund als Konkurrent auf jeden Fall. Ich glaube, in der ganzen Mannschaft, da denkt man jetzt nicht drüber nach. Also man gönnt es auf jeden Fall derjenigen, der spielt, mehr, als dass man jetzt neidisch ist, dass man selber nicht spielt. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei anderen ganz genauso ist. Jetzt standet ihr die letzten Wochen ziemlich unter Druck, aber habt auch so gut wie, gespielt wie sonst die ganze Saison nicht. Habt ihr den Druck vielleicht irgendwie auch gebraucht? Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben davor auch schon ganz gut gespielt, da haben einfach die Ergebnisse nicht gepasst. Und jetzt, gerade nach dem Spiel gegen, okay, es hat angefangen mit FSV, dass wir da nochmal eine Aufholjagd gestartet haben. Und dann kam auch Selbstvertrauen hinzu und dadurch lief es dann einfach viel besser. Wie gehst du jetzt mit dem Druck um bei so einem Spiel gegen Leipzig? Wir haben jetzt eine gute Serie gestartet. Und wenn wir weiter so spielen, dann denke ich, sollten wir auch gegen Leipzig ganz gut aussehen. Wenn man so mit Fans spricht oder sich Kommentare im Internet durchliest, bist du immer so der Sympath. Warum mögen dich die Leute? Ja, keine Ahnung, sagst du es mir. Ich habe nicht gesagt, dass ich dich mag. Das ist schon Sinn. Ich denke, ich bin immer gut drauf, vielleicht deswegen. Und als Spieler versuche ich immer mein Bestes zu geben. Ich bin jetzt nicht der überragende Techniker oder so, aber ich gebe immer Gas auf den Platz und das gefällt den Leuten wahrscheinlich. Scheinst auch immer gute Laune zu haben. Was machst du, wenn es am Sonntag nicht klappt? Darüber denke ich gar nicht nach. Ich glaube, dass wir es auf jeden Fall packen werden. Von dem her, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Okay, danke schön. Gerne.
Regelungen für Ticketverkauf bei möglicher Relegation. Der MSV Duisburg weist darauf hin, dass der exklusive Vorverkauf für Dauerkarteninhaber und Mitglieder des MSV im Falle einer Relegation am Pfingstdienstag, den 17. Mai um 8 Uhr beginnt. Er endet am Donnerstagabend, den 19. Mai um 19 Uhr. Für die Begegnung gelten die Tagesticketpreise der aktuellen Saison. Dauerkarteninhaber können neben ihrer reservierten Stammplatzkarte zwei weitere Tickets kaufen. Die Karten gibt es im Zebra-Shop sowie im Callcenter. Tickets für Dauerkartenkunden gibt es nicht in den Vorverkaufsstellen. Mitglieder des MSV Duisburg, die mit Stichtag Dienstag, 10. Mai, Mitglied sind, können bis zu 3 Karten erwerben. Tickets für Mitglieder gibt es in allen Vorverkaufsstellen des MSV und im Callcenter, jedoch nicht im Zebra-Shop in der Schau ins Land Reisen Arena. Business-Dauerkarteninhaber des MSV werden beim Erreichen der Relegation kontaktiert. Über einen möglichen freien Verkauf informiert der MSV Duisburg mit Abschluss des exklusiven Vorverkaufs für Dauerkarteninhaber und Mitglieder gesondert. Für das Auswärtsspiel am 20. Mai gelten besondere Regeln. So stehen dem Gastverein 1720 Eintrittskarten zur Verfügung. 90% davon werden als Dankeschön für die treue Unterstützung über die Fanbetreuung des MSV, den offiziellen MSV-Fanclubs und der aktiven Fanszene zugeteilt. 10% der Tickets können Sponsoren des MSV erwerben. Einen freien Verkauf kann es angesichts des geringen Kontingents und des gleichzeitigen Verkaufs der Tickets für das Heimspiel nicht geben. Sollte der MSV Duisburg die Relegationsspiele gegen die Würzburger Kickers, den Dritten der dritten Liga, erreichen, würde das Hinspiel am Freitag, den 20. Mai 2016, in Würzburg ausgetragen werden. Das entscheidende Rückspiel am Dienstag, den 24. Mai, würde in der Schau ins Land Reisen Arena stattfinden. Für beide Begegnungen haben DFL und DFB die Anstoßzeiten noch nicht festgelegt.